ist noch Rohschwoche, die ganzen Bugs. Können Sie uns sagen, warum Sie hier auf Demonstrationen teilnehmen und welchen Zweck Sie darin sehen? Zweck? Erst einmal hier, um die darauf aufmerksam zu machen, hier die Ungerechtigkeiten, die bei uns hier im Lande passiert sind, jahrelang, dass wir für unmündig erklärt wurden, keine Meinungsfreiheit hatten und das abzuschaffen. Glauben Sie, dass das Zweck hat, dass es gehört wird in diesem Leben? Oh ja, ich glaube, dass es Zweck hat. Das zeigt auch hier, dass sich immer mehr Bürger anschließen der Aktion, gerade das, was wir freitags machen, als Gedächtnisdorf für die Opfer hier, der Knüppelattacken der Polizei und für die, die noch im Gefängnis sitzen. Finden solche Knüppelattacken? Die ja heute wahrscheinlich rausgelassen worden sind, ist ja gesorgt worden, ist hier Amnestie gewesen. Ja. Finden solche Knüppelattacken noch statt oder hat sich das beruhigt? Das hat sich beruhigt, ist nichts mehr. Das heißt also, Sie beziehen auch eine positive Stellung zu der Bereitschaft des Dialogs, also von der Partei? Ne, obwohl ich sagen muss, das, was sie bis jetzt gemacht haben, ist kein Dialog. Das ist für mich nur, sagen wir mal, ein Blabla, ein Drumherum-Gerede. Keine klare Antworten bis jetzt. Beschäftigen Sie sich mit der Thematik auch jetzt nicht nur auf Demonstrationen? Oder arbeiten Sie zum Beispiel auch im Kreis mit dem Arbeitskreis? Im neuen Forum. Das neue Forum in Dresden schon konkrete Programme oder ist das immerhin noch ohne Programm? Ne, es sind schon konkrete Programme im Umlauf. Wir hatten gestern in Bielau, wo eine öffentliche Versammlung, wo ein kundgetan wurde, was das neue Forum für Ziele hat. Dass es, wie es vom Staat propagiert wird, angeblich antisozialistisch ist, das ist widerlegt worden. Und die Ziele sind eben Medienfreiheit, Gewährung der Menschenrechte, dass keiner für seine anderen, also kein anderes Denken da eingesperrt wird. Und überhaupt, dass eben die Regierung gezwungen wird, dass das alles Staatsrat und hier Volkskammer alles öffentlich behandelt wird und nicht bloß unter den Tisch gefegt wird. Denn das, was die Volkskammer kann man ja nicht als Volksvertreter bezeichnen. Das ist ja nur ein nickendes Gremium dort. Und vertreten haben sie uns nicht die ganzen Sachen, die jetzt zu Dorche gekommen sind, nur nach 40 Jahren. Das ist Haben Sie denn für eine Meinung über den Herrn Modo hier aus der Bezirksleitung SED? Er ist doch sehr volksverbunden eigentlich. Er stellt sich auch Fragen, die das Volk hat. Ich will mal so sagen, er stellt sich den Fragen, hat auch gestern vor so 200.000 hier auf der Kockerwiese Stellung genommen. Er war ein offener Dialog wurde mit noch anderen Stadtvertretern. Aber ich würde sagen, was auch die Meinung vieler ist, dass zu viel drumherum geredet wird, zu wenig Genaues. Er sagt zwar, dass er alles ins Staatsrat geben will, die Meinung, die hier unten grassieren. Wir hatten ja vorgeschlagen, vor 2 Tagen oder 3 Tagen auf dem Theaterplatz den Motra als Staatsratsvorsitzenden zu wählen und nicht den Grenz. Weil immerhin ist Grenz derjenige, der verantwortlich ist hier für die ganzen Polizeiaktionen, für die Fälschung der Wahl. Wollen, die gewesen sind. Er hat das unterschrieben. Okay, danke.